So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Nope 3. Ja, im letzten Part haben wir wieder mal Funktürme geholt. Und derzeit heißt es für uns erstmal Shop. Ab in den Shop. Hier ist der Shop, oder? Jo. Ja, komm rein da, jetzt. Und zwar MPs, was ist da? Derzeit können wir die Scorpion und die hier nehmen. Perfekt. Schrotflinten. Können wir jetzt die 18 Dings da auch noch nehmen. Die ist sogar noch viel besser als die, wo wir bisher hatten. Dann können wir noch die, leichte, die Pokémon nehmen. PKM. Und ein spezielles Universalwerkzeug. Und ein Recurve-Bogen. Ausrüsten. Und zwar hier oben hin. Und den können wir jetzt sogar noch anpassen. Mit einem Rotpunktvisier oder mit einem Scharfschützen. Das tut die Reichweite erhöhen. Also das Rotpunktvisier fangen wir mal an. Genauigkeit wird höher und die Beweglichkeit wird höher. Die Genauigkeit wird beim Scharfschützen Zielfernrohr geringer als beim Rotpunktvisier. Die Reichweite wird höher und die Beweglichkeit bleibt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Kaufen wir jetzt einfach mal. Oh, was geht denn hier noch? Ach, da können wir, genau, da können wir anmalen, ne? Ich würde sagen, Tribal ist geil. Aber Rot? Nee, Tribal gefällt mir. Tribal kaufen? Yep. Also hier sehen wir es ja jetzt, hört, hier. Ich muss auf meine Maus gucken. Hier, es ist, sieht genau gleich aus. Und wenn es eh gleich kostet. Ich kann ja eigentlich mal beides kaufen. Jetzt, wir gucken uns den jetzt halt einfach mal an. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren. Jetzt müssen wir erstmal wieder raus aus dem Kopf, dass wir einen Bogen ziehen können. Also, rechts halten, Pfeil aufspannen, links halten, ja, zielen. Ich bin immer noch nicht weit genug weg. Recurve-Bögen, Bogen. Dieser Bogen wurde von den Hunnen, Griechen, Türken, dem Sandmännchen und Dick Cheney benutzt. Wenn eine Zivilisation vom Pferd aus die Welt erobert hat, hatte sie vermutlich Recurve-Bögen dabei. Moderne Recurve-Bögen bestehen aus Fiberglas oder Carbon statt Holz und sind widerstandsfähiger und zuverlässiger. Also das ist jetzt so. Okay. Sieht ja eigentlich verdammt geil aus. Der Bogen, oh, der Bogen, der gefällt mir wie Sau. Ha, wir haben den Bogen, den Bogen, den Bogen. Einwandfrei. Und jetzt holen wir uns mal das Scharfschützen. Ding. Die 300 ist ja drauf geschissen. Jo, komm. Spezi. Bogen anpassen. Kaufen wir. Was möchtest du kaufen? Jetzt möchte ich gerade nichts kaufen. So, dann laufen wir nochmal da zurück. Mensch, und was mich die ganze Zeit schon stört. Ist. Das da. So. Ja, jetzt renne ich einfach da hoch. Dass der den nicht immer nehmen kann. Scharfschützen ist hier. Ach du Scheiße, ist das hässlich. Ich weiß halt nicht, wo der Pfeil dahin fliegt. Ach so. Wenn die Distanz 0 bis 50 Meter ist. Das testen wir jetzt halt einfach mal, würde ich sagen. Wir schießen auf, was schießt man? Wir können ja, denke ich mal, auf den Baum schießen wir. Ne, wir schießen auf das Haus. Das Haus, wie weit ist das ungefähr weg? Jetzt, ich schieße jetzt einfach mal so. Bogen spannen wäre gut. Der ging jetzt genau da oben auf die Leiste. Oder? Ja, auf jeden Fall ist der Bogen jetzt weg.
Der Pfeil. Kann ich hier echt nicht wiederholen? Doch. Ja. Das interessiert mich jetzt halt, wie man da schießen muss. Jetzt hat wird's, ist schon. Wir können es ganz einfach mal machen. Ich weiß, ich mache schon wieder genug Schmarrn, Leute. Und zwar, wir markieren einfach mal das da. Und das ist jetzt halt 36 Meter entfernt. Und wir gehen jetzt mal auf 60 Meter. 61 Meter. 60 Meter. Und jetzt schießen wir einfach mal Richtung Haus. Und Feuer. Da fliegt er schon gescheiten Kurve, gescheite Kurve. Also das war jetzt halt dann schon so zwischendrin. Das ist extrem komisch zum Anvisieren, finde ich. Aber okay, gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt den Bogen. Hat uns nichts gekostet. Ist perfekt. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zu der netten Dame. Und zwar, was haben wir jetzt? Spezielles haben wir jetzt halt schon den Bogen. Ne? Universalwerkzeug. Gut, damit kann man halt Sachen reparieren. Und ich würde sagen, wir nehmen aber noch ein Sturmgewehr mit. Was haben wir jetzt da eigentlich? Die AK und die. Aha. Die, da wäre halt auch was Feines. Oder was haben wir an MPs? Die, das ist aber auch cool. Oder die MP5. Schrotflinten brauchen wir alles nicht normal. Konsumartikel brauchen wir auch nicht. Faustwaffen sind nur die Pistolen. MP, ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal die MP5. Und die setzen wir hierher. Tun sie mal anpassen. Wir haben noch 300. Okay, passen 10 Schuss mehr rein. Schalte. Rotpunktvisier. Schnellere Zielerfassung, konzipiere und verbessere deine treffsichere Zielerfassung. Okay. Ich weiß gar nicht, ob. Warte mal, wir kaufen jetzt da noch gar nichts für die Waffe. Wir wissen ja nicht mal, ob sie überhaupt gut ist. Jetzt schauen wir, was wir verkaufen können. Verkaufen, verkaufen. Wir sind der Schnellverkauf. Alle unbenutzbaren Gegenstände verkaufen zur Herstellung benötigte Beute bleibt erhalten. Jo, machen wir so. Passt. Und jetzt haben wir ja so hier das alles. Okay. MP5. Die MP5 ist eine der berühmtesten Maschinenpistolen der Welt, dank vieler Auftritte in Actionfilmen und Ekelpornos. Diese in Deutschland entwickelte Waffe war in den Arsenalen vieler Militär- und Polizeieinheiten zu finden, bis sie veraltet war und durch neuere Modelle ersetzt wurde. Du findest alte MP5 über ganz Rogue Island verteilt. Okay. Leute, und wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Habe ich mich natürlich wie immer wegen umgehört. Und zwar, wo es Tapire gibt. Im Süden von Amanaki. Und das wäre nach Adam Riese hier. Da steht's auch, ist das Bild auch auf der Karte. Also über die Brücke muss man drüber und dann sind die da schon. Und ich, Gangster, habe natürlich wieder vergessen, Munition zu kaufen. Jetzt haben wir hier 40 Schuss und das Visier ist an sich schon ganz nice. So, und hier gibt's jetzt halt irgendwo Tapire. Das sind Freunde. Da ist Tapir. Das sind Tapire. Scheiße, wo renn ich hin? Die sind verdammt fix. Ich treffe sie nicht. Hat dir Papa nicht gesagt, du sollst stehen bleiben, wenn ich hinter dir bin?
35 Mal schon daneben geschlagen. Asiatischer Tapir. Tapir sind große, sanftmütige Vegetarier-Säugetiere, die auf Rhode Island recht häufig sind. Sie erinnern mich an die Hippies bei uns zu Hause, mit dem Unterschied, dass Tapir mir nicht ständig in meine Begonien machen. Heute. Zack. Okay. Da ist ein Tapir noch, ein Tapir noch. Sie sind voll viele. Kommst du jetzt halt her, mein Freund? Mit Dietrichs Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Jetzt. Ach, Mann. Hallo, Freunde. Gott sei Dank. Tapirfell, Hundezert. Yes. Einen robusten Rucksack. Ein starker Rucksack. Dingo-Fell. Wo zur Hölle gibt's Dingo? Was ist ein Dingo? Ach, da müssen wir mal hier auf die Karte. Sieht aus wie so ein kleiner Fuchs. Ein kleiner Wuchs, ein kleiner Fuchs, ein kleiner... Kleiner Fuchs. Das da ist definitiv aber kein Dingo. Seht ihr Dingo? Nee, also ich sehe hier kein Dingo. Was wollte man dann eigentlich noch herstellen? Ach, an größeren Geldbeutel. Brieftasche. Wo ist die Brieftasche? Kasuarleder. Da war wieder ein Bild. So eine Ente oder sowas. Guck mal auf die Karte. Weil so wie ich das gelesen habe, ist eigentlich alles Wichtige hier oben schon. Ne, das ist Ziege und so. Kasuar gibt's da oben oder hier. Gibt es auch bei uns da in der Gegend irgendwie? Scheinbar nicht. Doch da ganz da unten, aber da waren wir ja auch noch gar nicht. Ja, das brauchen wir. Dann würde ich sagen, wollen wir mal uns dahinter begeben? Es ist zwar weit, ich weiß. Oder darunter lieber. Nee, wenn dann dahinter. Was schießt denn ihr? Alter, hier gibt's Tiger. Warum zur Hölle gibt's hier Tiger? Tierhäuten. Ja. Tiger, einfach mal Tiger. Der ist, glaube ich, leicht übel unterwegs. Nur $1. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man $1 bei sich dabei hat. Naja. Uns soll's recht sein. Ach übrigens, wir haben ja... Kann man ja nicht mal so schnell ins Inventar, muss man immer über das Ding jetzt erstmal... Ja, Tiger. Tiger, wie T, wie Tiger. Und dann Krokodil. Krokodil, wissen wir, wie das abläuft. Weil Schwarzbären, Leoparden und Dr. N hat nicht reichen beheimatet Rogue Island auch Suamart. Tiger. Diese mächtigen Großkatzen haben auch mächtigen Hunger und sind damit die gefährlichsten Raubtiere der Insel, außer Backen natürlich. Aber der aber einen gänzlich anderen Appetit hat. Und zwar, wir haben ja Spritzen. Und diese heilen dich da oben. Die benötigen grünes Blatt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel schon wieder sehe, hier
haben wir ein grünes Blatt. Da haben wir ein grünes Blatt. Dann würde ich mal meinen, wir können eigentlich mal schnell das noch voll machen, ne? Herstellen und herstellen. Dann haben wir das da schon mal. Noch ein grünes Blatt brauchen wir. Grüne Blätter müssen wir uns merken. Wir sind da hinten am Leuchter, ist das so? Ach, das ist einfach nur eine Schrift. Und das ist auch noch Amanaki und ich frage noch so blöd. Geil. Sieht es nicht Hammer aus? Haha. Ach so, das kann man doch plündern. Wird bestimmt auch noch voll die geilen Vögel. Was ist denn da oben? Da waren wir doch. Da hinten wird doch schon wieder geschossen. Was ist denn hier los? Freut ihr euch einfach oder dass ihr lebt? Ihr müsst ja Munition haben, meine Freunde. Ich mach mir da immer gleich Sorgen, wisst ihr? Und die? Die chillen da wegen halt ihren Zopf. Zack, laufen wir mal ein bisschen wieder. Bisschen laufen, laufen, laufen. Gut, wir haben mit dem Bogen jetzt doch noch nichts geschossen. Vielleicht gibt's jetzt auch einen Jetski. Fähigkeitspunkte sind verfügbar, 2 Stück. Und warum? Weil wir auf die Waffe gewechselt haben. Obwohl, warte, machen wir mal das da noch. Das bringt auch wichtige Sachen, Belohnung. Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erledige sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Jo, was nehmen wir da lieber die alte Karte? Finde ich viel cooler. Gut, wo ist denn das auf der Karte? Da unten, das heißt, jetzt müssen wir erstmal über die Brücke und dann ziemlich uns rechts halten. Nö, 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 nö. Styrus. Ach, Styrus ist ein Kompaktwagen. BMW Kompakt. Boah, da lang geht's. Wäre vielleicht doch lieber gelaufen. Scheiße. Oh. Okay. Was geht ab? Ups. Ja, dann plündern wir halt erstmal noch die Bude. Kiste plündern. Wo ist die zweite Kiste? Ist die da draußen? Jo. Und da vorne ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Big Feather. So, und dann schnappen wir uns jetzt mal die... diese Kackschrotflinte. Übrige Tiere 2. So. Auf geht's. Bären jagen. Ich hab Angst. Ich will keine Bären jagen. Auch noch in einer Höhle. Scheiße, es wird ja die Hölle wahrscheinlich. Stirb, du Schwein. Stirb. Okay. Asiatischer Schwarzbär. Na gut. Ekelhaft Bärenfell. Das hat mir jetzt aber nicht nach Fell ausgesehen. Kann ich doch noch plündern? Ah, das braucht man ein wenig, bis ich die Leute erkennt, glaube ich. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? In der Höhle des Bären. Scheiße.
Schrotflinten jagt Bären. Erstmal eine Sprinze reinpfeifen. Und dann häuten wir das Tier. Was ich vorhin eigentlich schon sagen wollte, mit diesen Jägermissionen und so, da gibt es immer extra coole Sachen. Wenn man da den Weg des Jägers beschreitet, den Pfad des Jägers manchmal beschreitet, dann gibt es so spezielle Sachen, vor allem so auch die speziellen Waffen und so. Und ich meine, das ist es doch wert. So. Hier gibt es überall nur gelb, gelb, gelb. Ich will nicht gelb, ich will grün. Jetzt kannst du hier wieder friedlich leben, mein Freund. Vielleicht hat er uns was zu sagen. Nee. Jetzt bist halt ein alter Kumpel von uns und dann passt es. Zack. Ein grünes Blatt. Dann gibt's hier auch nochmal ein grünes. Ups, hier. Okay, dann gibt's hier wieder was zu dieben für uns. Halb zerknüllte Zigarette. Ganz wichtig, ganz wichtig. Gut, dann müssen wir jetzt halt erstmal wieder herstellen. Und zwar Spritzies. Jo, passt. Wir haben jetzt halt alle. Okay. Dann würde ich jetzt halt mal sagen, was haben wir mir jetzt überhaupt da hinten markiert? Ach genau, unsere Reihe, wo das ist. Da werden wir uns im nächsten Part mal definitiv drum kümmern. Jetzt werden wir hier mal nochmal rein und unsere Waffe wiederholen. Hey, gib mir meine Waffe, ihr Schweine. Ja, dafür nehme ich das Geld mit. Also, das ist nichts mehr. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.